junkfoodtaster.com, Folge 1974. Und es ist Ostern und hier ist das erste Osterprodukt. Und zwar die Mama Osterminis. Ja, mit dem Hasen. Genau. Original Neapolitaner. Neapoli ist ja in Italien. Aber unsere Wiener Freunde haben das nachgemacht. Genau, wie viele sind es? Ach, hier gibt es zwei verschiedene Motive. Einmal mit der, das ist aber mehr eine Schlafanzugshose. Dann hat er noch hier so ein Matrosenhemd und einen Schal. Okay, auf alle Fälle lustig. So, oh, ja, Zutaten, Nährwerte mache ich dann später. Als erstmal die interessanten Dinge. Hier steht auch noch alles drauf. Das ist echt Standard. Das ist einfach nur anders abgepackt, würde ich sagen. Ja. Genau. Und mit Ostern hat es eigentlich auch gar nichts zu tun. Was halte ich denn jetzt davon? Erstmal essen. Ja, das schmeckt super. Das ist eine der besten Süßigkeiten, die es gibt. Neapolitaner, das ist einfach so. Ja. Geschmacklich, mein Rating ist ja eine Geschmacks, versteht sich als Geschmackswertung, nicht als Gesamtwertung. Das ist das definitiv ein Win. Und die kleine Packungsgröße finde ich auch okay. Ich meine, wenn man das sich irgendwie mitnimmt zur Schule, zur Arbeit oder so, dann so eine riesige Packung aufzureißen, ist vielleicht nicht gerade das Wahre. Und dann hat man so eine ein oder zwei solche kleine Packungen. Hat schon seine Existenzberechtigung, würde ich sagen. Habe ich gekauft im Aldi. Jetzt weiß ich das gerade mal zufällig, deshalb sage ich das. Ja, das war Quatsch. Das kommt nicht aus dem Aldi. Sondern aus dem Pfennigpfeifer. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Geschäft bei euch habt. Das kostet 2 Euro. Die ganze Ladung hier. Genau. Gibt es viele interessante Philly-Sammelpferde. Gibt es viele interessante Sachen am Pfennigpfeifer, die es sonst in anderen Geschäften nicht gibt. Ja, da haben sie sich ein bisschen drauf spezialisiert. Genau, jetzt also Zutaten und Stuff für alle, die noch nicht ausgeschaltet haben. Jetzt fängt das hier direkt auf Englisch an. Das ist auf Deutsch. Zucker, Weizenmehl, Pflanzenöl. Ja, die Zutaten sehen eigentlich sehr schön aus. Nichts Böses. Das ist einfach so geiles Zeug. Das ist halt der Schokoladengeschmack und dadurch, dass das dann noch so die Waffel, ja, made in Austria auf alle Fälle. Die Österreicher haben es auch ziemlich drauf, was Süßigkeiten angeht, muss man auf alle Fälle sagen. Ja, Wien ist die Schlemmerhochburg oder so. Vielleicht soll ich mal ein Special aus Wien drehen, was haltet ihr davon? Okay, jetzt auf Englisch. So, this is now the world famous Mama. Manna. I have to practice it. And it's a Neapolitana waffle sandwiches. So this is excellent stuff. Basically, this was my description. Officially, it says crispy wafers filled with hazelnut cream. So. And it's super delicious. And normally you got bigger wafers. Like normal wafer would be, I think, 4 times or 6 times. A normal wafer would be 6 of these or something. Yeah. And this is now a smaller package size and marketed as an Easter product with these 4 rabbits here. One got a... Oh, what's this cloth called? I forgot it. And one got a trouser and one got a shirt. And nobody got all of them, so they have to share it. Okay. It's an Easter product, but it's an ordinary Neapolitana sandwich, but it's just excellent. This is one of the best candies, I have to say this. Yeah. If you're not from Europe, you ever see
manna sandwich, a Neapolitan. You should try it. It feels, it's like a Nutella waffle. It's super delicious. Yeah, and it's like for school or work, and you don't want to eat one big sandwich, so just a little bit. It's a good size for this reason. Okay, yeah, it's been, yeah. Okay, have you Easter products in your country? Yeah, Christmas and Easter, there are a lot of special editions and stuff. So this was the review. Thanks for watching.